Ich bin Kevin John Edusse. Ich bin Dirigent vom Beruf. Ich tue mich zum Beispiel sehr schwer mit dem Begriff Afrodeutsch. Finde ich einen total unnötigen Begriff. Ein Begriff, der eigentlich wieder Grenzen zieht. Die deutsche Nationalmannschaft hat den Weltmeistertitel gewonnen, hat jetzt der afrodeutsche Jerome Boateng neben dem türkisch-deutschen Mesut Özil gespielt und der ostdeutsche Toni Kroos wechselt jetzt zu Real Madrid. Ich denke, die Deutschen sind Weltmeister geworden und das zählt, oder? Ich bin Jermaine Raffington. In meiner Jugend wurde ich oft damit konfrontiert, dass mir Leute abgesprochen haben, deutsch zu sein, nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das hat mich neugierig gemacht und ich bin auf eine Reise gegangen, um herauszufinden, warum diese Denkweise in vielen Teilen der Gesellschaft noch immer besteht. Ich habe schwarze Deutsche getroffen, mich mit ihnen über ihr Leben in Deutschland unterhalten und erfahren, was deutsche Identität für sie bedeutet. Der nächste Stopp meiner Reise bringt mich nach Mainz. Am Rheinufer treffe ich den Chefdirigenten der Münchner Symphoniker, Kevin John Edusse. Er erzählt mir über seine Erfahrungen als einer der wenigen schwarzen Dirigenten in der Welt der klassischen Musik. Natürlich verbindet man mit meinem Aussehen nicht automatisch meinen Beruf. Manchmal kommen Leute auf mich zu und die sagen, ja, sie sind bestimmt Sänger. Also bei Sängern kann man sich das offensichtlich gut vorstellen, dass jemand schwarz ist und sich mit klassischer Musik beschäftigt. Und es gibt einfach auch wenige schwarze Dirigenten, aber es gibt sie. Auch ich muss gestehen, dass mein bisheriges Bild von klassischer Musik eher konservativ und bieder war. Zwar scheint Kevins Hautfarbe keinen Einfluss auf seinen beruflichen Erfolg gehabt zu haben, dennoch findet sich auch in der Szene der klassischen Musik Schubladendenken und Ignoranz. Natürlich fallen auch manche der Intendanten, die mich einladen, in diese gleiche Stereotypenfalle. Wenn sie zum Beispiel sagen, ja, wir holen sie und dann können sie bei uns zum Beispiel Gershwin Rhapsody in Blue dirigieren und ein amerikanisches Programm und nehmen wir vielleicht noch Dvorak, die amerikanische Sinfonie dazu. Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin kein Amerikaner und ich fühle mich eigentlich sozusagen der Tradition von Mendelssohn, Schumann und Brahms sehr viel näher. Und das ist auch etwas, mit dem man umgehen muss, aber man kann es oft auch auf eine humoristische Weise klären. Warst du der einzige schwarze Junge in deiner Klasse damals? Ja, und also meine Schwester und ich und ich glaube zwei andere schwarze Deutsche gab es auf unserem Gymnasium, also 4 von 1000 Schülern waren wir. Ich selber bin sehr behütet aufgewachsen und in meinem Umfeld habe ich mich nicht als andersartig empfunden. Das kam ja auch erst wirklich dann so im Lauf der Zeit, dass diese Erkenntnis auch, hey, andere nehmen dich anders wahr, als du selber dich wahrnimmst, dass sich das gefestigt hat. Scheinbar hatte Kevin während seiner Jugend wenig mit Ausgrenzung zu kämpfen. Dies sollte sich jedoch nach dem Wegzug aus dem behüteten Umfeld, in dem er aufwuchs, ändern. Fernab von der Heimat sah er sich auf einmal mit Rassismuserfahrungen und einer anderen Denkweise konfrontiert. Ich finde es in Ostdeutschland in manchen Ecken echt unangenehm. Also ich habe am Staatstheater Weimar als Assistent gearbeitet und musste mich schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz von Gymnasiasten als Nigger beschimpfen lassen. Sowas ist mir davor noch nie passiert. Naja, die befanden sich am offenen Fenster im dritten Stock. Also ich konnte nur eine Kusshand hochmachen und mit lächelndem Blick weitergehen. Ja, aber es trifft einen doch schon. Mich trifft das nicht, weil sich für mich die Person, die sich so verhält, eigentlich mehr was über sich selbst äußert als über mich. Wenn das Denken wirklich auf so einem Niveau stattfindet, dann ist das einfach ein so eklatantes Armutszeugnis, dass ich schon fast Mitleid mit so einer Person fühle. Was anderes ist es, wenn sich das wirklich in physische Gewalt ummünzt. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie von Rassismus. Ich finde Formen von Rassismus sehr diffiziler, wenn sie nicht ausgesprochen sind. Wenn man eben nicht genau weiß, woran es liegt. Man die Wohnung nicht bekommt, dass jemand unfreundlich ist, dass jemand sich aggressiv einem gegenüber verhält, obwohl man total freundlich ist.
Das sind alles Formen von Rassismus, die wo man sehr, sehr viel schwieriger auch den Finger auf die Wunde legen kann und die, glaube ich, auch eigentlich erniedrigender sind, als mit irgendeiner Bezeichnung angegriffen zu werden. Es war schön zu sehen, mit welcher Natürlichkeit Kevin das Orchester führte. Während ich ihm beim Dirigieren zusah und über unser Treffen nachdenken musste, wurde ich mit dem letzten Schwung seines Taktstocks und dem großen Applaus des Publikums zurück in die Realität geholt. Dabei fiel mir auf, dass Kevin durch eben diese Natürlichkeit eine Präsenz ausstrahlt, die ihm auch im Leben zu einer Standfestigkeit verhilft. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, warum er, genau wie ich, die vielerorts immer noch vorherrschende Angst vor dem Fremden in unserer Gesellschaft nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich wundere mich immer darüber, dass auch die Leute, die so große Angst vor sogenannter Entfremdung und solchen Dingen haben, dass die so wenig auf die Vorzüge der deutschen Gesellschaft vertrauen. Diese Ängste sind immer so damit verbunden, dass wenn etwas Andersartiges reinkommt, also jetzt reden wir sozusagen wirklich über Einwanderer, dass die deutsche Gesellschaft so schwach ist, dass sie daran zerbricht. Und da denke ich immer so, hey, Deutschland ist eigentlich immer eine Turniermannschaft gewesen, oder? Also, mein Name ist Kevin Johnny Dussey und ich bin Deutsch.